Rina's friend Ayaka has come over to hang out in Rina's room. Ayaka has been brought up in a high-class family, and so she has never been bitten by a mosquito. She is extremely defenseless and delicious. Hallo, ich bin reich. Ayaka ist adelig, also wurde sie noch nie von einem Moskito. Oh, guck mal, der hat echt seine Augen ausgebrannt oder so. Don't walk around dressed like that, Dad. She'll find you irresistible. Gott, sieht ja gruselig aus gerade. Oh, where did I go wrong? Also, nee, er hat ein Pflaster. Alter. Ich dachte, das war ein Pflaster. Es sah so aus, als wäre so dieser Abdruck, dieser Brandabdruck. Ach so. Aber vielleicht dieser Hummerkäfig. Hummerkäfig. Garagen nennt man das. Jetzt recyceln sie ja schon hier Schauplätze. Ja. Wir waren auch schon zweimal in der Wohnzimmer. I'm just gonna get something to drink. All right, I just stay here. Das war doch die gleiche Voice Actress. Und die hat auch nicht abgesetzt bei der Aufnahme. Freundinnen. There are many, many blood sucking points. Good luck. Ja, das ist ja vielversprechend. Drei. Many. Musik. Das ist jetzt SimCity. Oh, High Class, Freundin. SimCity 1. Ich hab gehört, du wurdest noch nie gestochen. Wie das mal ändern? Weil du so viel Geld hast. Oh, ja. Diese dekadente Teenagerin will jetzt erstmal ordentlich in ihrem gesamten Leben noch nicht von einer Mücke. Weil sie immer Diener um sich herum gehabt hat, die die Mücken hinfortgescheucht haben. Kaum geht sie einmal zu den armen Leuten. Sie hat die Mücken einfach bestochen. Vielleicht hat sie blaues Blut. Oh, das war versehentlich. Ja, die Mücken bestochen. Genial, der Robin. Ich meine für ein Blut, ne? Ha! Oh, das ist schon wieder keine Absicht. Mein Gott. Wenn du mich nicht hättest, würdest du es gar nicht merken, ey. Was du wohl allein in deinem Räumchen dann noch für Karlauer los ist, die einfach keiner mitkriegt, dich eingeschlossen. Ist ja unfassbar. Das ist der lustigste Mensch, weil ich weiß, dass du siehst. Den du kennst. Komm, was ist denn mit ihren Brillengläsern los? Ja, ist gerade schlechter Empfang. Die Hose. Dreh dich nicht um, richtig. Fotze! Schnell schon wieder in Dinge ausartest. Zerstört sich bestimmt. Ja, wenn Robin nicht zum Stich kommt, dann wird er mal gleich sehr. Ja. Also. Jetzt Stancy. Einfach still stehen. Hä? Entschuldigung, war keine Absicht. Für ein Auto-Aim. Klatsch. Nice! Boah, Robin, ne? Das war nicht meine Schuld! Nee. Das war so nicht meine das Schuld! Das sagst du immer, wenn das passiert. Immer, wenn du... Oh, weia. Oh, da hast du noch was zum rausschneiden. Das hat man so deutlich gesehen, dass es einfach so nicht meine Schuld, so hart nicht meine Schuld war. Da hast du einfach nur mal hart angeflogen. Mann, komm doch jetzt mal, ey. So lernt man keine Frauen kennen. Mann, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Oh, ist das furchtbar. Wobei mir schon klar war, dass Mr. Mosquito in solche Art von witzigen... Ja, ich hab das auch schon mal gehört, ja. ...geht. Oh, ist das schon rot? Komm schon. Das ist voll süß, ey. Das Rot ist das Wund. Okay, den Rücken haben wir. Das ist jeder, das ist einfach alles lustig. Mark, achso, ja gut, war ganz so doof. Mag so mal dieses Kleinsein und dann gegen Groß. Und so, das finde ich schön. Das ist eine schöne, vermittelt eine schöne Stimmung grundsätzlich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Komm in meinem Leben. Ja, nicht. Wie mit Jani, wo du auch so klein bist. Battle. Oh Gott. Oh no. Stimmt, der hat ja noch nie in dem Leben was. Oh, was ist das? Oh Gott, wie läuft sie denn? Hast du sie erwischt? Nee. Sie macht so Tippelschrittchen. So, weil sie reich ist. Die ist im ganzen Leben noch nie richtig gelaufen. Ja, die wird mal getragen. Oh yes! Oh yes! Hat sie nur ein... Has it gone away? Aber man muss ja Battle machen, wenn man diese Farben freischalten will. Ja. Echt, ja? Ja, jedes Mal bekommt man, wenn man das unter der Zeit schafft, kriegt man den. Ach so. Sie hat aber wirklich genau in dem Moment kehrt gemacht. Oh,
Vielleicht musst du einfach mal warten an so einer Stelle. Will ich nicht. Ich glaube, das ist ein hieb- und stichfester Hinweis. Aber Robin ärgert sich schon bis aufs Blut. Ja, ja, Mats. Siehst du, wer jetzt, wärst du beim Stuhl? Ich sollte aufhören mit diesen ganzen kleinen Nadelstichen. Stich sie. Kamera. Jetzt hab ich grad schon gekratzt. Die Perspektive gerade. Ich war bestimmt sehr stolz auf dieses Bild in Bild, ne? Ja, das sieht ja aber auch schön aus. Ihnen schon die vor, okay. Nur mit einer Mücke. Okay. Wo war der letzte? Hier unten, wo ich mich recht erinnere. Da oben. Oh, nee. Mückenstich. Sektion frei. Da war ich ja schon. Das ist da. Ohoho, das ist gefährlich. Oh. Robin nimmt durch. Jetzt mach aus einer Mücke keinen Elefanten. So schlimm war es nicht. Boah. Noch zwei. Noch zwei? Willst du mich zerwaschen, Alter? Nee, nee, das war, so, also ja. Ist das Radio. So, danach ist sie doch irgendwie hinten noch hingegangen. Oder? Ist sie nicht hier irgendwo hingegangen? Hä? Nach dem Radio? Nee, ist hier nicht zwischen Bett, Tisch. Ach, sie geht zum Fernseher. Jetzt. Wie sie dir ausweicht. Ach, come on. Ich hasse dich und deinen verfickten Bauchnabel so sehr. Du hast wirklich den hässlichsten Bauchnabel allgemein. Du bist so die Doofe, ey. Du bist die Doofe. Das, das ist unter zwei. Der Achsel. Ja, ja, unter der Achsel ist noch einer. Ey, das ist wirklich ein Doofe. Und am Finger ist auch noch einer? Ey, come on! Sicher, dass du überhaupt da... Oh no! Oh no! Erstmal haut sie dir. Alter, ich werde einfach gleich in den Hals stechen, dass der Anschwung und du einfach stickst. Gibt schon dir ein Ärmchen, oder? Vielleicht ist sie allergisch. Oh, hoffentlich. Wie kann das ja noch nicht wissen, weil sie noch nie gestochen wurde. Am Ende kommt raus, du warst eine Malaria-Mücke. Ja, ich war schon wieder. Irgendwas. Was ist gerade? Wie heißt es? Zika? Der Zika-Virus? Mann! Wie der so ganz langsam auf dich zukam. Ja. Oh no. Fuck off! Eigentlich ist er schon ein bisschen Shadow of the Colossus. Das muss ich auch mal wieder spielen. Shadow of the Colossus? Ja. Ja, auch nur einmal durchgespielt. Ich glaube, bei mir war es dreimal. Ich hab's auf der PlayStation 3 halt, also im HD-Remake noch nicht. Ja, das ist halt leider nicht so ganz so geil. Weil nee, das da den, Vorsicht. Du wirst da schneller abgeworfen. Was? Die haben, das ist, glaub, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber du. Beziehungsweise wirst nicht schneller abgeworfen, sondern es muss weniger Bewegung auf dem Kolossus passieren, damit du rumgeworfen wirst und keine Kontrolle mehr hast, weißt du? Apropos. Ich hab grad eine Hand von Kontrolle. Du musst ja. Also manchmal kannst du ja nach oben weiterklettern und verschlagen, sich bewegt, und manchmal hältst du dich einfach nur fest und wirst währenddessen rumgeworfen und du musst dich halt festhalten währenddessen. Ja. Und in Shadow of the Colossus ist es, bei PS3 ist es viel schneller der Fall, dass du so rumgeworfen wirst und dich nicht mehr bewegen kannst. Sodass manche Kolossen mega frustrierend sind. Und da gibt es wahnsinnig viele Threads zu und richtige Vergleiche und sowas. Weswegen wohl so. Also so Leute, die das richtig krass spielen, dann diesen Time-Attack-Modus auch gut machen und sowas. Ja. Manche Bossen sind wohl eigentlich fast unmöglich mittlerweile auf PS3 was? Geworden. Also oft in diesem Time-Attack-Modus. Ach so, halt. Okay. Nicht im Normalen. Also ich hab's durchgespielt auf PS3, das ging schon. That's a downer. Ja, aber es macht trotzdem auch schon noch Spaß. Und ich hab's ja auch auf der PS3 durchgespielt. So. Finger, linke, also von uns aus gesehen links, da war noch was an der... Das war einfach unter der Achsel, glaube ich. Ja, yeah, und in meinem Finger war auch noch was. Ich glaube, das war das Stereo. Ja, okay, kann auch sein. Draußen ist ganz schön viel Blaulicht. Hat das noch mehr? Das erste, was ich gesehen habe. Irgendwie drei Wagen oder so. Ja, in der linken Ecke hier wird gerade wieder irgendwo Vandale gemacht worden.
Ja, oder sein. Nicht. Und oder trotzdem. Nicht. Ja, das kann auch sein. Oder nicht. Der hat einen Feuerlöscher im Haus. Da sind wir erstmal mit 200 Schaften angekommen. 200 Schaften wären ja wenig gewesen. Waren das nicht irgendwie 500 Leute? Eine ganze Staffel, sagt man dann, glaube ich. Ey, ich raste aus. Muss aber sagen, so. Ja. Sag es. Sag es. Schon jetzt. Na, ermüdend? Ja. 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 Aus dem Konzept machen sie halt nicht so viel. Naja, vor allem Szenarien sind ja normalerweise auch das, was lustig ist. Aber das jetzt einfach nur, sie ist in einem Raum und geht zwischen drei Ecken hin und her. Ja, das stimmt. Und du kannst nicht wirklich viel beeinflussen, sondern musst nur wirklich viele Punkte an ihr treffen. Und man weiß noch nicht mal, welche. Ja, das ist halt so random. So, jetzt bin ich aktiviert und jetzt bin ich aktiviert. Ohne dass ich sehe, wieso. Geh mal ein bisschen weiter nach unten. Vielleicht ist es ja wirklich Hand oder so. 1, 2, 3. Naja, wird es dir einfach nur angezeigt, wenn es innerhalb deines Vierecks da drin ist oder so? Also auf keinen Fall innerhalb des Vierecks, vielleicht wenn es in der Nähe ist oder so. Das ist das Stereo. Guck mal ein bisschen nach unten, vielleicht ist er echt noch irgendwie am Knöchel oder so ein Scheiß. Ach so. Also aber ich habe ja noch, hier war ja noch eins. Ich warte darauf, dass es wiederkommt. Na, in der Achsel oder so. Ja. Ich weiß ja nicht. Dass man da so weggedrückt wird. Ich versuche das nochmal, vielleicht aktiviert das ja bei ihr was. Das ist ein Herz. Ja. Ja, tatsächlich. Das war, glaube ich, Zufall, dass das mit der Musik gepasst hat, weil das ist genau die Pose, die sie vorher auch hatte. Das sieht gerade sehr falsch aus, allein. Wegen der Fläche. Ja. Ist wirklich sehr dünn. What? What? Warum? Sie war doch noch gar nicht im roten Bereich, oder? Kam überraschend. Einfach nur. Ja, machen wir es nur nochmal. Robin? 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 Ja, wollen wir an der Stelle. Ich glaub, beim weiß nächsten, nicht, ob ich gerade gespeichert habe. Beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich gerade gespeichert habe. Deswegen. Was war denn das davor, das mit dem Mann, ne? Ja. Also wenn ich die glaub, so... Ich bin der Meinung, machen. Du hast danach gespeichert. Wenn die so weitergehen und wir jetzt bei was? Bei 8 oder bei 9 sind und es gibt 14? 12. Achso. Dann... Nee, ich hoffe, da kommt schon noch was Spannenderes. Und ich komme die nächsten 3 Stunden nicht wieder, bis ich diese scheiß Mücke gestochen habe, weil das nämlich alles Plan war. Wenn sie dich sticht, sticht sie mich nicht. Aber wenn sie dich sticht und mich nicht sticht, hat sie dich dann gesticht? Oh, ich bin gesticht. Ein Stichgedicht. Ein Stichgedicht. Oh, wie schön. Ein Stichgedicht. Es gibt bestimmt Gedichte mit Mücken im Internet. Die Mücke Nimmersatt. Ja. Nee. Platsch. Ich glaube, das war ein anderes Tier. Die Raupe Nimmersatt war es. Gedicht. So. Mücke Gedicht. So. Stop putting your boob on my Mücke, goddammit! Die Mücke. Extrem interessantes. Darf man das eigentlich vorlesen oder kommt dann jemand und verklagt uns? Nein. Nur ausschnittsweise. Die Mücke ist ein Stechinsekt. Alter, fick dich! Mit mehreren Antennen. Was sie damit bei Menschen bezweckt, du wirst gleich gekillt. Das lernt man sehr schnell kennen. Von wem ist denn das Gedicht, das du da gerade. Sehr war sehr gut, Mats. Gabriela Bredehorn. Das winzig kleine Rüsseltier pirscht sich ganz leis heran. Es nämlich gereimt, schlechtes Gedicht. Zapft und saugt in Frohmanier und spuckt uns auch noch an. Oh, 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 das hat. Das tut weh. Dein kleines Rüsseltier? Diese ganze Reim war so scheiße. Und spuckt uns auch noch an. Kaum hat man ihren, das ist wie ein Kollegatext, ich bitte dich. Kaum hat man ihren Stich gespürt, ist sie schon längst von dannen. Vampirisch
hat sie Frust geschürt. Man möchte sie verbannen. Bannen und bannen. Reimt sich so. Doch. Und gespürt und geschürt sind Schüttelreim. Oh nein! Ja, weil man nicht schüttelt, weil so scheiße ist. Dem Männchen reicht der Pflanzensaft. So, oh, jetzt hört's, pass auf. Dem Männchen reicht der Pflanzensaft. Doch sie braucht Eiweißnahrung für ihre neue Eierpracht. Stimmt, das ist 1:1 ein Kollegasex. Noch ohne Wirt Erfahrung. Was? Ende. Ja. Schönen Danke für dieses Gedicht. Ja, gerne. Das hat diese Folge sehr aufgewertet, habe ich das Gefühl. Okay. Oh, hier ist auch ein schönes. Von Roman Herbert, 2011. Im Flussschlamm unter der Brücke begegnet mir ein kleines Tier. Eine Mücke? Vielleicht. Mann, Spoiler! Arsch! Mann! Warum soll eine Mücke unter der Brücke sein? Sag mal, das ist doch scheiße. Wollen wir auch mehr vorlesen jetzt? Das wäre einfach ein gutes Gesicht. Unter einer Brücke begegnet mir ein Tier, eine Mücke. Ende. Besinnungslose, blöde Mücke, du! Wie naschst du das Gift in WhatsApp? Mein WhatsApp läuft in 19 Sekunden aus. Wie kann das denn auslaufen? Das ist wirklich das seltsamste Gedicht. Oh, warte mal, ich kann an einer Facebook-Umfrage teilnehmen. Und iPad habe ich auch noch gewonnen. Kurz zum Gedicht. Ja, so, warte mal. Also, Alter, das war doch so getroffen! Dreiste Mücke. Wie du jene stichst, die das Herz mir bricht und martert. Ach, halt die Fresse. Flieg dann weg und kehr gleich wieder an diesen schönen Busen, der das Herz mir stahl. Dort fasst sie jene, zerquetscht sie und schenkt ihr den Tod. Welch glückliches Geschick. Auch ich werde dich noch stechen. Meint, das ist doch kein Gedicht. Ach, das ist eine Übersetzung aus dem Dänischen. Ich hab das Gefühl, du trägst das komisch vor. Bitte hier die Löwe und die Mücke. Der Löwe und die Mücke. Die Löwe und der Mücke. Gotthold Ephraim von Lessing. Ein junger Held vom munteren Heere, das nur der Sonnenschein belebt. Und das mit saugendem Gewehre nach Ruhm gestochener Beulen. Doch die man noch zum großen Glücke durch zwei Paar Strümpfe hindern kann. Der junge Held war eine Mücke. Ja, hört Mücke. Meines Helden Taten an. Und so weiter und so weiter. Kennt ihr mir sagen, ganz gut gefallen. Ja. Besser als irgendwo, wo gab es eine Brücke oder mal eine Mücke. Ich würde das gerne nochmal mit der Brücke nochmal. Ja, wer weiß, was da noch auf uns gewartet hätte. Wir haben zu viel gesaugt. Der Mücke geht es richtig gut. Bei Dunkelheit und Menschenblut. Okay, gut. Gut. Wenn Schläfer ich gerade bin. Durch die... Oh Gott, das klappt niemals. Wenn Schläfer durch die Träume stapfen, dann fängt sie an, sie an zu zapfen. Ja. Doch neulich ist ihr was passiert. Sie saugte tief und ungeniert. Ihr Summen dröhnte in die Stille. Der gute Mann war voll Pille. Promille. Wie immer hat sie vollgetankt und ist zur nächsten Wand geschwankt. Dort musste sie den Rausch besiegen und konnte nicht mehr weiter biegen. Fliegen. Jedoch hat sie dazugelernt. Von nun an bleibt sie weit entfernt. Von Menschen, die dem Laster frönen und sich mit Bier und Schnaps föhnen. Haben wir jetzt mal gewonnen? Wie kann es nicht vorbei sein? Wie kann es nicht vorbei sein? Ich habe alle Punkte gepickt. What? Oh no. Hä? What? Sie hat ihr Glas ist verloren. Oh Gott, was wird das denn jetzt? Sie hat ihr Glas ist verloren. Warum? Oh Gott, das sieht furchtbar aus. Nein, das hab ich gesehen. Hä, wo?
Was ist denn das jetzt? Sie hat ihre Brille verloren. Da lese ich einmal ein Mückengedicht vor. Wo sollst du sie jetzt... Ich immer noch, dass er erscheint. Vielleicht musst du gegen da ins Stirn. Ins Auge. Wow. Ja, geht's Auge. Da ist das meiste und leckerste Blut. Weil sie dich jetzt nicht mehr sieht. Augenblut. Augenblut, oh Gott. So richtig in den Augapfel rein. Pieks. Oh, das ist ja, das kann ich nicht sehen. Mir ja, sie auch nicht mehr dann. Hast du Dead Space 2 gespielt? Ja, nee, aber ich kenne die Szene. Ja, aber es war ja. Boah, ich kann jetzt noch voll langsam abbremsen, weil ich so fett bin. Ah, das kenne ich. Warum geht das denn nicht wieder runter? Weil tu doch nicht so gesagt. Was? Wie? Tu doch nicht so. Dass du fett wärst. Das ist Beleidigung an Leute, die wirklich unter Gewichtszunahme leiden. Wie ich. Jetzt rum. Ja, ich bin. Mücke, Brücke! Lücke. Oh, ist wirklich ins Auge? Stück. Oh! Flücke? Ah, nee, ist nicht ins Auge, okay. Zücke. Zücke ist kein Wort. Stücke. Hatten wir schon. Mücke. Das war der Anfang. Brücke. Schnauze. Ich habe es Bücke. Bücke. Lücke. Krücke. Krücke. Krücke hat. Nein! Beim letzten. Ja! Oh, wow. Das war aber nicht so gut. Oh, why? Das Ding ist, keiner von uns kriegt das. Tränen in den Augen. Keiner von uns kriegt das annähernd so schnell so wieder hin wie Robin. Nee. Das heißt, wenn es jetzt nochmal jemand macht, dann Robin oder wir müssen pausieren. Ich glaube, das ganze Spiel kann nur Robin spielen. Und Robin ist, glaube ich, gerade dran zerbrochen, so ein bisschen. Wie der Dark Souls durchgespielt hat, das verstehe ich nicht. Und Bloodborne und so. Das war nie so frustrierend wie das. Da habe ich Spaß dran auch. Ja, stimmt. Ja, dann muss man dein Mikro wieder aufsetzen. Kannst du schnell drehen? Kannst du mal meinen Knüppel drehen, Tom? Wow! This is the first time that I've seen your room. Mückebrücke! Steh nicht. Der Mats kann die Typen raussuchen und du drehst, Tom. Tom, der Mats spielt und Tom dreht dann Mats Knüppel jetzt. Ist jetzt so. Warum hat sie dich denn totgeschlagen? Weiß ich nicht, weil sie eine dumme Fotze ist. Man muss ja irgendwas gemacht haben. Weil sie kacke Arschloch ist. Weil sie... Die Eloquenz. Deine Mutter ist eine Eloquenz. Das stimmt. Deine Mutter ist eine dumme Eloquenz. You're an inanimate object. I'm sorry, Jona. Manu. Oh, jetzt krieg ich schon langsam Mitleid. Jetzt lässt du Tom drehen, du bist so unten, du kannst das nicht. Doch, guck doch. Aber sobald das nach oben geht, ist vorbei. Ich drehe so schnell ich kann! Und es ist auch einfach so schnell. Das ist so schnell du kannst! Ich kann nicht schneller drehen! Gar nichts! Ich kann nicht schneller drehen! Das ist ja fast. Ich hab ein Problem! Ich kann. Hilf mir! Du musst dann mal gleich an den Top aufgeben, weil das wird sonst nichts. Ich hab ein Problem. Die anonymen Nicht-Dreher. Boah, das hab ich gerade zerstört, ey. Scheiße. Ich war der Beste. Das war wirklich, das war da oben, das war noch das war ein Zentimeter Ding, ja, ja. Von dem letzten das roten Balken. Mega knapp. Der Balken war voll. So ein Scheiß. Deine Ficken. Ich finde aber auch doof, dass du einfach instant stirbst. In dieser Situation. Ja, ihr Stress wird halt irgendwie sehr schnell nach oben gegangen sein. Ich hab's halt nicht gesehen, aber... Also, ah. Und das ist auf der anderen Seite? Und jetzt sie hat andere. Noch einen am Bauch. Sie hat, wenn sie in der Mitte steht, also weder. Okay, dann musst du auch von vorne kommen. Dann musst so, du dachte, und auch nicht von unten, weil du dann vor die Hose triffst. Naja, kennst du das Problem, ne? Wenn die ganz in der Mitte steht, hebt sie so ihren Arm, dann kannst du sie unter die Achsel stechen. Und wenn die da steht, kannst du sie unter. Ich kenne die ganze Spiel schon auswendig, die Drecksarsch. Jetzt musst du aufpassen. Und unten, hinten, links zu einer Wade kannst du noch. Da, vorne meine ich, habe ich versprochen. Jetzt hebt sie einen Arm gleich. Mach dich schon mal bereit. Geh mal in die Mitte. Und dann guck mal von der Seite. Sie geht gleich in die Mitte. Genau, jetzt drehst du dich mal um 90 Grad nach links. Und dann hebt sie gleich ihren Arm und kannst sogar unter die Achsel fliegen. Warte, warte, warte! Ich hab's einfach. Ich bin einfach die beste Mücke. Du kennst das Verhaltensmuster von den Homo Sapiens schon auswendig.
Homo sapiens ist ein Wesen, das ich wegfegen möchte mit einem Besen, denn als Mücke muss ich sagen, es war die Mücke nimmersatt. Die tun mich plagen. Die lebt in einer Menschenstadt. Die stinken stark, ich muss sie saugen. Es hilft ja nichts. Mücke. Mücke. So. Jetzt kannst du von vorne in den Bauch. Ja, das ist. Da wirst du wieder vor dir. Boah, du Kackhose, ey. Ja. Kann, du kannst dich jetzt schon mal vor Stereo. Dann liegt es zum Stereo. Meinst du? Ja. Weiß ich. So, und dann kannst du dich da schon mal für den Bauch bereit machen. So richtig in den Bauch und dann wegkommen, Alter. Mach dich für den Bauch bereit. Warum die nur weg? Lach nicht. Aufgesaugt. Was macht man denn scheiß Hose zu? Was soll denn das? Das ist hip. Katja ist das. Du Katja, ey. Du Alpha Kevin, ey. Also die Katja, Alter, ey, boah, die ist so geil, Mann. Alter, hast du die mal gesehen, Mats? Ja, ist voll mein Frauentyp. Alter, die ist so geil, Mann, Alter. Oh. Oh nein. Okay, Schulter. Oh no, das ist die Mücke. Das geht das wenigstens schnell. Ja, ganz einfach oben. Muss gleich näher. Stop it! So, und wo jetzt noch? Vorne ans Bein. Da unten? Mhm. Also am besten schon mal von Stuhl stellen. Da kriegt man die ganze Sache, genau. Ein bisschen unseren Tisch, weil sonst trifft die dich. Oh, sie ist da. Ja, doch, doch. Ja? Ja. Und das sollte. Was ist dann? Mein Daumen rutscht halt immer ab. Ist egal, passt doch. Nein! Doch! Nein, doch, ich läuft kann doch. Nicht dafür, Schatz, der Daumen rutscht immer ab. Ja, ja, aber. Er ist nicht sehr lang, aber dafür auch sehr klein. So, jetzt ist ihre Brille weg, ne? Ja, und dann muss sie in den Kopf. Du musst dich da schon bereit machen, weil die gleich ja, da ist. Ja, war ich doch. Die, wenn die, nein, die ist nur an, der, die, an dieser Position. Ach so, die ist nur an dieser Position. Das ist die einzige Position, wo ihr stimmt doch gar nicht. Doch, das ist die einzige Position, wo ihr roter muss da hinfliegen. Ja, da, danke, Robin. Muss da hinfliegen. Und das ist die einzige Position, hier? wo ihr roter. Und dann musst du aufpassen, dass die Stress... Und wie fliege ich nochmal weg? Irgendeinen Knopf, ne? Alle Knöpfe. Das Auge ist aber auch gemein. Also ich schrei. Sobald es ins Rote geht, schrei ich einfach an, du. Wie der jetzt so eine Mücke im Kopf hat. So. Ihr sagt Bescheid, ja? Ja. Gelb. Immer noch gelb. Wird's orange so langsam? Nee, es geht. Es geht. Go, 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 go. You'll ruin your eyesight. Ah, Mats. Ah. Ich bin so stolz. Ah. Das war die Brückengedichte. Ah. Schön jetzt das Augenlid. Ja, kratzenwild. Oh mein Gott! Ich hab nicht mitgerichtet, wo die runtergefallen ist. Jetzt kommt die andere rein und tritt drauf. Oh tot. Das war lustig. Fick dich trotzdem, Spiel. Robin hat's speichern, bitte. Gemacht. Ganz dringend speichern.